aus dem Fenster und ich denke mir, warum ist das eigentlich so, dass aufgrund der Maskenpflichtbefreiung so verschiedene Unterschiede herrschen? Das kann ja nicht nur irgendwie aufgrund des Föderalismus sein. Weil dann würde ja die BRD, wenn man es mal so sieht, wenn man die Ausnahme der Maskenpflicht aufgrund der Behinderung in jedem Bundesland verschieden regelt, ist es eigentlich eine Menschenrechtsverletzung. Warum interessiert das eigentlich niemanden? Ich verstehe das gar nicht. Warum kann ich mich davon befreien lassen, wenn ich individuelle Leiden habe in einem anderen Bundesland von dem Ganzen und in Wien, Baden-Württemberg zum Beispiel, aber in Bayern darf ich das nicht? Da muss ich mir Asthma attestieren lassen oder ich muss mir panische Störungen attestieren lassen. Aber bei Migräne, wenn ich 5 Stunden die Maske auf hatte und dann 3 Mal kotzen muss und sogar auf beiden Seiten Migräne bekommt, das interessiert keine Sau. Da muss ich trotzdem dann diese Maske anziehen. Also, ich kann das nicht nachvollziehen.